herzlich willkommen im DaVinci Make-up Studio. Mein Name ist Susanne Rummel, ich bin Make-up-Artistin für DaVinci und heute auf dem Plan der Casual Look. Was brauche ich dafür? Eigentlich gar nicht so viel. Eine tolle Grundierung, ein schnelles Augen-Make-up, sodass man den ganzen Tag über top gestylt aussieht. Der Fokus liegt natürlich auf den Augen, dass die schön strahlen und glänzen, ohne dass wir viel Produkte brauchen. Und was wir dafür brauchen, dazu kommen wir jetzt. Ganz wichtig für den Casual Look ist natürlich eine perfekte Grundierung. Hier haben wir jetzt schon einmal mit Make-up Concealer gearbeitet, abgepudert, damit das Ganze den ganzen Tag hält. Die Augen halten wir ganz dezent. Wir starten aber hier als allererstes mit der Augenbraue, denn die muss unbedingt für einen alltagstauglichen Look perfekt gemacht sein. Wir arbeiten mit einem abgeschrägten Pinsel aus der Classic-Serie, der Augenbrauenpinsel mit Augenbrauenpuder, arbeiten in kleinen Bewegungen, arbeiten kleine, feine Striche in die Augenbraue, zwischen die eigenen Augenbrauenhärchen, sodass die Augenbraue eigentlich nur mehr Fülle bekommt, gar nicht groß verändert wird, aber trotzdem einfach sauber und gepflegt aussieht. Und wenn die Augenbrauen gemacht sind, können wir starten mit den Augen für unseren Casual Look. Ich arbeite jetzt mit einem dezenten Lidschatten, einer hellen und einer dunklen Farbe. Wimperntusche, ein bisschen Rouge, Gloss und fertig. Zuerst arbeiten wir Lidschatten flächig am oberen beweglichen Lid. Hierfür habe ich mich für einen sehr weichen, hellen Naturhaarpinsel aus der Classic-Serie entschieden, der für einen satten Farbauftrag sorgt. Ich kann hier also relativ viel Farbe aufs Augenlid auftragen, ohne dass ich ständig eintauchen muss. Nun kommt unser schräger Blender aus der Classic-Serie zum Einsatz. Hier trage ich eine dunkle Farbe genau in der Lidfalte auf. Der Vorteil der Form unseres Blenders ist, dass er genau in die Lidfalte hineinpasst. Ich kann also die Farbe genau in diesen Bogen einarbeiten. Durch die schönen weichen Haare kann ich den Lidschatten wunderbar ausblenden. Es wird also nicht zu hart, der Übergang zwischen hell und dunkel, aber trotzdem bekommt mein Auge schön Tiefe. Natürlich immer ganz wichtig die Wimperntusche, auch für tagsüber. Und somit wäre unser Augen-Make-up für den Casual Look schon fertig. Natürlich darf nicht fehlen etwas Rouge. Rouge platzieren wir für tagsüber auf dem Wangenknochen. Wir arbeiten von hinten nach vorne. Ich habe mich auch hier für einen Pinsel aus einem Naturhaar aus der Classic-Serie entschieden, der nicht zu groß ist, sodass ich den Rouge nicht zu breit platziere, sondern hier optimal auch den Wangenknochen treffe. Und zu guter Letzt natürlich noch ein bisschen Gloss. Hier arbeiten wir mit einem speziellen Lippenpinsel, der auch nicht zu groß ist, aus einem Naturhaar, sodass wir die Lippe nicht zu großzügig ausfüllen und auch die Kontur perfekt arbeiten können mit der Form des Lippenpinsels. So sparen wir uns auch gerade im Casual Look einen Konturenstift, der meistens die Lippen doch dann zu stark geschminkt erscheinen lässt. Deswegen nur Gloss, nur mit dem Pinselchen arbeiten. Und so haben wir einen ganz leichten, dezenten Glanz, Schimmer auf den Lippen, der perfekt für tagsüber passt. Und mit dem Pinsel aufgetragen wird das Produkt, also hier Gloss oder Lippenstift, natürlich nochmal deutlich haltbarer.